Howdy Cowboys und willkommen zu einem kleinen Video, zu einem neuen Grafiktest. Heute ist es Tomb Raider oder Tomb Raider, der 2012er Teil oder was 2013, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, wie man sieht, das Spiel läuft verblüffend flüssig. Ich zeige euch gleich die Grafikeinstellung, sobald ich hier aus der Szene raus bin. Kann er nicht drüber springen? Doch, nein. Okay, das springt da ein bisschen merkwürdig. Das war anders geplant. Ja, ich habe mir das jetzt von einem Freund ausgeliehen, also über dieses Steam Family Sharing Ding. Und deswegen wollte ich das jetzt mal testen, wie flüssig das läuft. Und ja. Also jetzt gerade habe ich mit Aufnahme 30 FPS. Oh Gott, wer ist das schon wieder? Oh, das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Hä, what the fuck, was war das denn? Autsch, das tat bestimmt weh. Bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube schon. Scheiße, bin so schlecht. Bin richtig schlecht. Ey, lauf weiter. So, jetzt muss ich das machen. F. Alter. Autsch, der ist tot. Wie auch immer das war. Rüberspringen oder was? Oh Gott. Die Fackel ist weg. Und da werde ich auch schon angeschrieben. Was hat er denn für ein Problem? Okay, ich drücke gerade nur die Links-Rechts-Tasten. Ich achte nicht wirklich drauf, wie ich irgendwie ausweichen soll, weil das passiert gerade automatisch, wenn ich die Links-Rechts-Tasten drücke. Deswegen ging das alles ein bisschen schnell. Okay, jetzt läuft es doch schon um einiges anders. Okay, jetzt habe ich wieder 30 FPS. Gerade mit dem Staub hatte ich 16. Ja. Sieht schon nicht schlecht aus, das Spiel. Oh, da scheint schon ein bisschen mehr untergegangen zu sein. Ja. Kann ich euch jetzt die Grafikoptionen zeigen? Also hier sind meine Grafikoptionen, bla 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 bla. Qualität individuell, hier sind meine Qualitätseinstellungen. Ist so, sagen wir mal, mittel. Weil manches ist aus, das hier, wenn ich das nämlich anmache, SSAO und den ganzen Müll, dann komme ich auf 10 FPS. Also das sind jetzt meine Grafikeinstellungen gerade. Man kann es natürlich auch noch ganz runterstellen, dann hat man da auf jeden Fall sehr flüssige FPS, aber ich weiß gar nicht, wie das dann aussieht. Das war's Falsche. Ich weiß, dass ich auf leicht spiele. Und ich es dann immer noch verkack. Ist mir scheißegal. Stell das mal auf niedrig. Okay, da geht nur normal. Geht auch aus. Niedrig. Niedrig. Aus. Okay. Jetzt übernehmen wir das mal und dann schauen wir mal, wie flüssig das Spiel dann jetzt läuft. Achso, er hat schon übernommen. Ja, jetzt haben wir hier 30, 31. Okay, ich weiß nicht, ob ihr oben links Afterburner seht. Manchmal nimmt er das nämlich auf und manchmal nicht. Ja, wahrscheinlich landet... Was war das denn? Okay. Also so springen wir... Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde darüber kriechen. Hast du einen viel besseren Stand?
wenn du kriegst, hast du nämlich einen besseren Stand. Das müsst ihr verstehen. Ich versuche die ganze Zeit zu sprinten, deswegen. Nicht wundern, das geht nicht. Okay, aber das sieht dann schon ein bisschen hässlicher aus. Stellen wir mal die Grafik auf was. Ups, schon wieder falsch. Grafikoption. Ich stelle es jetzt mal auf Qualität hoch. Ich glaube, das ist dann aber nicht mehr so spielbar. Okay, ich habe jetzt auch gerade ein schwarzes Bild. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt noch aufnehme oder ob ich jetzt erst wieder da bin. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Grafik auf hochgestellt. Ja, sieht halt jetzt völlig anders aus. Sind aber jetzt auch, wie ihr links oben seht, wenig FPS. Also das ist nicht wirklich schön. Kann sich natürlich in der Höhle alles ändern. Aber ich stelle es mal auf normal und die anisotropische Filterung machen wir auf 1. Interlacing machen wir aus und SSAO machen wir auch aus. Dann müsste das Spiel schon genau flüssiger laufen. So, wieder kurzes schwarzes Bild. Ich glaube, jetzt hat die Aufnahme wieder kurz gestoppt. Ich bin mir nicht sicher. Schließen. So, jetzt haben wir wieder... Okay, jetzt haben wir gerade 20. Ist auf jeden Fall spielbar. Ich meine, mit der GPU muss man sich sowas gefallen lassen. Muss ich da reinspringen, oder? Ja. Was? Oh Gott. Krass, wie viele Flugzeuge hier rumliegen. Scheiße. Okay, meine Reaktionen sind da ein bisschen zu schlecht für dieses Spiel. Ich habe jetzt gerade noch geschnitten, deswegen bin ich gerade voll nicht drin. Ne? Also nochmal. Ich schaff das. Ja, ja, du schaffst das. Auf jeden Fall schaffst du das. Einfach da hochklettern, E drücken. So, springen. Nach rechts gehen. Da hoch. Ja, ja, weiter. Ist okay. E drücken. Okay. Das war knapp, Mädchen. Okay. Ah, es sieht schon nicht schlecht aus, das Spiel, auf jeden Fall. Ist ein schönes Spiel. Auch wenn es gerade regnet. Drücken Sie... Ah ja, okay. Soll ja sowieso nur so ein kleiner Einblick sein. Also ich werde da jetzt nicht viel an der Story weiterspielen. Das soll ja nur so ein bisschen die Grafik zeigen, wie flüssig es läuft. Also wie gesagt, 21 FPS ist spielbar. 30 FPS ist schöner. Ich tue das mal überspringen, damit ich da nicht so viel spoiler. So, was haut mir denn da noch so die Flüssigkeit rein? Wahrscheinlich das, oder? Nee, das hat leider nichts geändert. Nachbearbeitung machen wir mal aus. Das könnte natürlich auch noch was ziehen. Tut's auch. Sieht halt jetzt auch anders aus. Das fällt dann sofort wieder auf. Oh Mann! Achso, das sollte so sein. Ich habe aber eh gedrückt. Ich habe mich schon gewundert. Ja, auf einmal ist das Wetter umgeschlagen. Und es regnet immer noch, aber es ist jetzt irgendwie nebelig geworden. Zwischensequenz, die ich euch nicht zeigen will. Noch eine Zwischensequenz. Hier sehen wir die schon bald Weltbe- will ich nicht sehen. Zeigen. Ihr solltet das Spiel selber spielen. Außer ihr wollt natürlich jetzt ein Video von mir sehen, also wie ich's Let's Play. Ich mach's echt gerne. Ich weiß zwar nicht, wie lange das Spiel geht, ich nehme nicht gerne lang aufwendige Spiele auf. Ich muss etwas zu essen. Aber wenn ihr das wollt, dann mache ich das natürlich. Hätte auf jeden Fall Spaß dabei. Aber ich würde mal sagen, das war jetzt so ein kleiner Einblick, wie flüssig das Spiel bei mir läuft. Hier auch schön mit Lichteffekten. Funktioniert der Schatten. Ja, bisschen falsch, aber Julo. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns morgen wieder bei... Ich weiß noch nicht, was kommt.
bis dahin auf Wiedersehen und bis morgen.